Also es freut mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen zu unserer Veranstaltung und es freut mich auch besonders, dass Sie so zahlreich daran teilnehmen und dass es so gerne, und das interpretieren wir jetzt eben mal so, dass Sie so gerne das auch hören und dem Ganzen auch sehr treu folgen. Und wenn Sie schon häufiger dabei gewesen sind, dann werden Sie vielleicht dieses Bild noch kennen. Das hatten wir vor vielleicht 2, 3 Malen, als wir das letzte Seminar gehalten haben, auch schon mal gezeigt. Und der Hintergrund war, es gibt manchmal Dinge, die sehen so aus wie etwas anderes, sind es aber gar nicht. Und in der Biologie nennt man das ein Mimikry. Und was man hier auf der linken Seite sieht, ist die ja gemeine Schwebfliege, die sich so tarnt und die gleiche Färbung hat wie die Wespe hier auf der rechten Seite. Und was ich damit sagen möchte, und das kommt aus dem Vortrag, wenn es nicht die MS ist, was ist es denn dann? Also es sieht so aus wie MS, aber es ist sicher, es ist etwas anderes. Und ich hatte Ihnen zur Beeindruckung dieses Bild gezeigt, was sind die Differentialdiagnosen von MS? Und heute wird es um eine ganz spezielle Unterform dieser Differentialdiagnosen gehen. Beim letzten Mal hatte ich das mit verschiedenen Patientenvorstellungen, insgesamt 5 Fallbeispielen, durchgespielt und hatte Ihnen verschiedene Differentialdiagnosen näher beleuchtet. Und ich hatte Ihnen damals eine etwa ja, Ende 40-jährige Frau vorgestellt, die eine Sehstörung hatte auf der rechten Seite und eine Schwäche in beiden Beinen. Wenn man jetzt nur den allgemeinen Befund sieht, so wie wir ihn erheben in der Ambulanz, würde man ja schon denken, ja, das könnte eine MS sein. Das könnte zumindest das, was wir sehr breit formulieren, eine entzündliche Erkrankung sein des ZNS. Da fällt die MS drunter. Es muss aber nicht eine MS sein. Und das hat sich auch bei dieser jungen Frau oder jüngeren Frau herausgestellt, dass es sich dabei um eine sogenannte Neuromyelitis optica Spektrumerkrankung handelt. Was ist das jetzt? Diese junge Frau, und das ist jetzt ein Beispiel nicht direkt von dieser Patientin, aber ein anderes Beispiel eben aus dem Erkrankungsspektrum, hatte eine Sehstörung, wie man hier auf der einen Seite sieht, eine Optikusneuritis, also eine Sehnervenentzündung. Das ist das Ganze nochmal, wenn man ein Scheibchen so durchschneidet und draufschaut auf das Gehirn, dann sieht man auch den Nerv im Querschnitt, der hier entzündlich verändert ist. Und sie hatte eine relativ langstreckige Beteiligung des Rückenmarkes, also eine Entzündung im Rückenmark. Und das ist die Myelitis. Und da kommt dieser Name her, die Neuromyelitis optica. Und Spektrumerkrankung heißt das Ganze deswegen, weil es ein sehr, sehr breites Spektrum ist. Das ist ein sehr neuer Begriff und hat sich erst gewandelt. Ganz früher, so im ausgehenden 19. Jahrhundert, hat Herr Devitsche dieses Syndrom zum ersten Mal beschrieben. Man hat es damals noch beschrieben für eine beidseitige Sehnervenentzündung und eine längerstreckige Entzündung des Rückenmarkes. Hat erst mal gesagt, das ist relativ untypisch. Das ist etwas, was so ganz klassisch nicht zu einer MS passt. Dann hat sich das so über die Jahre weiterentwickelt und Herr Professor Fuhl hat es ganz am Anfang schon gesagt. Erst so in 2004 hat man den zugrunde liegenden Antikörper für diese Erkrankung eigentlich erst identifiziert. Vorher hat man das rein klinisch gesehen. Dieses Erkrankungsbild kommt sehr häufig eben vor, hat einen eigenen Namen bekommen mit einer Sehnervenentzündung und einer Rückenmarksentzündung und passt so gar nicht in das klassische Bild einer MS. Da sind keine Punkte, keine ovalförmigen Punkte, da gibt es keine Dorsenfingers und nichts, sondern es sind tatsächlich nur beschränkt auf den Sehnerv oder häufig beschränkt auf den Sehnerv und auf das Rückenmark. Herr Wingertschuk, ein Neurologe, hat dann letzten Endes die neueste Definition 2015 herausgebracht und eben mit der Antikörperbeschreibung hat man das Ganze besser fassen können, was da eigentlich dahinter steckt. Und das hat dazu geführt, dass man dieses Krankheitsbild rein phänomenologisch und auch noch pathophysiologisch abgrenzt von dem Bild einer MS. Aber im Ganzen bleibt es in dem großen Bereich der entzündlichen Nervenerkrankungen, zentralen Nervenerkrankungen. Es ist eine seltene Erkrankung. Die Medizin spricht hier von sogenannten Orphan Diseases, die sehr selten vorkommen. Wenn man so ungefähr das hochrechnet, hat man so 1000 bis 1500 NMO-Patienten in Deutschland.
versus 100.000 MS-Patienten. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und es sind eben sehr, sehr häufig der Sehnerv und das Rückenmark betroffen, auch der Hirnstamm, aber eher selten das Großhirn. Es ist gekennzeichnet durch einen schubartigen Verlauf und auch dadurch, dass sich Läsionen teilweise nicht mehr zurückbilden und eigentlich fast regelhaft nicht mehr zurückbilden, sodass es immer treppchenförmiger schlechter wird, was durchaus mal bei der MS ja auch vorkommen kann als Verlaufsform. Aber das ist eher die Verlaufsform, die nicht so häufig auftritt. Und das Bild, was ich in die Runden mitgebracht habe, das ist etwas komplizierter darzustellen oder zu verstehen. Aber wenn Sie auf der rechten Seite gucken, hier auf dem rechten Spektrum, sind wir bei der typischen MS. Am linken Seite haben Sie das, was ich gerade gesagt habe, an Antikörpern. Und ich komme gleich darauf, was es ist. Das sind sogenannte Aquaporin-Antikörper. Und es gibt da eine große Gruppe an Patienten, die mit diesem phänomenologischen Bild einer Neuromyelitis diagnostiziert sind und positiv sind für diesen Antikörper. Es gibt aber auch Patienten, die negativ sind für den Antikörper und trotzdem dieses Bild zeigen. Und das macht es jetzt eben so schwer. Und deswegen hatte ich es Ihnen damals als mögliche Differentialdiagnose auch gezeigt. Denn es gibt auch eine andere Schnittmenge. Es gibt noch eine Schnittmenge mit einem anderen Antikörper, dem sogenannten Anti-MOG-Antikörper, der dann wieder eher so Richtung MS hin tendiert. Also das Ganze ist so ein bisschen ein Verschieben und tatsächlich ein genaues Diagnostizieren, zunächst mal phänomenologisch und dann auch noch Bestimmen der möglichen pathophysiologischen Antikörper, die dahinter stecken. Bei diesem Vortrag wird es jetzt rein um die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung gehen und ich werde Ihnen jetzt erklären, was es mit diesem Aquaporin-Antikörper eigentlich so auf sich hat. Der wurde 2004 entdeckt und das Aquaporin, Aqua ist das Wasser, Porin ist wie eine Pore, wenn man so möchte. Das ist tatsächlich ein Wasserkanal. Und ein Wasserkanal für eine Zelle, den sogenannten Sternzellen, die Astrozyten, das sind die Stützzellen in unserem Nervensystem, die auch andere Funktionen übernehmen, die so ein bisschen die Hausmeisterfunktion im Gehirn übernehmen, dass die Neuronen auch gut funktionieren können. Und dieser Antikörper ist nun gegen einen Wasserkanal dieses Astrozyten gerichtet, der diesem Astrozyten erlaubt, seinen Wasserhaushalt zu regulieren, seinen Salzhaushalt zu regulieren und trägt dazu bei, die Zelle als solche, dass die Blut-Hirn-Schranke aufrechterhalten bleibt. Ich hatte schon gesagt, das sind etwa 80%, 2/3 bis 80% von Patienten, die rein phänomenologisch dieser NMOSD zugeordnet wurden, die auch diesen Antikörper aufweisen. Wie kommt es jetzt dazu, dass sich das Ganze in ein Krankheitsbild wandelt? Also das, was wir so als Pathophysiologie bezeichnen. Und dann holen wir mal etwas weiter aus. Wir hatten Ihnen schon sehr viel erzählt, dass die B-Zelle zunehmend in den Fokus rückt, auch in der MS. Und das ist ja durchaus Medikamente, gibt es ja erfolgreiche Medikamente in der MS-Therapie, die ganz spezifisch die B-Zelle triggert oder als Ziel nimmt. Und die B-Zelle ist ja letzten Endes die Zelle, die Antikörper produziert. Wo kommt die B-Zelle her? Die B-Zelle kommt letzten Endes aus dem Knochenmark, da reifen die Vorläuferzellen, dann geht es in die Peripherie. In der Peripherie kommt die B-Zelle in Kontakt. Es gibt die Interaktion zwischen T-Zelle, B-Zelle. Hier findet dann statt, wenn B-Zellen apparent werden, das heißt Autoantikörper quasi bilden können, auch Antigene entdecken, die eigentlich körpereigen sind. Und nachdem der Kontakt stattgefunden hat mit der T-Zelle, mit der B-Zelle, verändert sich die B-Zelle, wird zur Plasmazelle und produziert Antikörper. Das ist dieser Schritt jetzt hier. Jetzt sind wir auf dem Teil. Und hier in dieser Abbildung steht schon, das sind Aquaporin-Antikörper, die hier produziert werden. Und die attackieren jetzt, hier in grün dargestellt, diese Sternzellen, also die Housekeeper-Zellen, die Hausmeisterzellen. Und dieses Attackieren führt dazu, dass die Zellen absterben. Das öffnet die Blut-Hirn-Schranke und führt letzten Endes, wenn der Hausmeister das Haus nicht mehr verwalten kann, dann wird das Treppenhaus staubig und irgendwann bricht das Wasserrohr. So ist es auch in den Neuronen. Dann kommt es zu einer Demyelinisierung, das heißt, die Isolationsschicht geht verloren und das Neuron stirbt irgendwann ab. Wir müssen uns das noch etwas näher anschauen, denn hier steht Aktivierung des Komplementsystems. Das ist hier gemeint mit dieser Kaskade.
Das Komplementsystem, ja, ist tatsächlich ein Schutzmechanismus, ein Abwehrmechanismus unseres Körpers, der angeboren ist und uns ganz basal schützt vor Eindringen. Der kann auf verschiedene Weise aktiviert werden. In diesem oberen Teil sind verschiedene Teile dieser Kaskade dargestellt, die bestimmte Antigene, zum Beispiel auf Bakterien erkennen, aber auch, das ist das Wichtige jetzt, eine Antikörperbildung, Bindung erkennen können. Und wenn erstmal das Ganze aktiviert ist, also irgendwie auf dieser Weise ein Erreger oder ein Antikörper da ist, der diese Kaskade aktiviert, dann geht es wie an einem Wasserfall immer weiter nach unten, so treppchenförmig. Dann kommt das eine zum anderen, der nächste Faktor bindet sich daran. Am Ende ist ein sogenannter Komplementfaktor 5 da, der letzten Endes ein Komplex aktiviert, der die Zellmembran, jetzt zum Beispiel eines Erregers, sich daran bindet und eine Art Pore hineinmacht. Und damit lysiert es oder löst es denn die Zellmembran auf und die Mikrobe oder der Erreger wird abgetötet. Und das funktioniert ganz unabhängig manchmal von Antikörpern, aber, und jetzt kommt das Wichtige, es kann eben auch Antikörper vermittelt sein. Und das ist ein Mechanismus, der bei der Neuromyelitis optica-Spektrumerkrankung sehr ungünstig ist für diese Hausmeisterzellen, also für die Astrozyten. Ich habe Ihnen das gleiche Bild jetzt nochmal mitgebracht und jetzt nur fokussiert auf diese Kaskade. Das ist genau der Mechanismus. Hier sitzt der Antikörper an dem Aquaporinkanal und aktiviert die Komplementkaskade. Also das hier sind die Treppenstufen, die nach und nach abgelaufen werden. Es bildet sich dieser Komplex jetzt in diesem Astrozyten und das führt dazu, dass der Astrozyt abgetötet wird. Und damit geht das Neuron letzten Endes auch zugrunde. Und im Endeffekt sehen wir das, was wir im MRT dann haben, eine Läsion des Nervens, der Nervenscheide, des Nervus opticus oder auch des Hirnstammes beziehungsweise des Rückenmarks. Wie hat man das therapiert oder wie therapiert man das? Das ist gar nicht so unterschiedlich. Auch diese Erkrankung läuft in Schüben ab, aber eben treppchenförmig eher aufwärts, ohne dass sich der Schub vollständig zurückbildet. Wenn so ein aktiver Schub vorliegt, dann gibt es wie bei der MS die Möglichkeit eines Kortisonstoßes oder einer sogenannten Plasmapherese, einer Blutwäsche. Das kennen Sie. Bis etwa 2019 gab es keine spezifische Therapie, die ganz spezifisch für die NMOSD zugelassen wurde, sondern man hat sich anderer Medikamente beholfen, um auch ähnlich jetzt zu MS das Immunsystem etwas zu dämpfen, dass diese Antikörper eben weniger produziert werden. Es gibt bei der ganzen Sache nur einen gewissen Haken. Bei der MS sehen Sie, es gibt hier eine große Reihe an Therapeutika, die sehr, sehr gut für die MS geeignet sind. Auf der Seite der NMOSD habe ich ganz viele Kreuze hingemacht. Das Problem ist, viele Therapeutika, die wir im MS-Bereich einsetzen, verschlechtern eine NMOSD. Und man ist eigentlich zunächst mal off-label an bestimmte Präparate gebunden gewesen. Und da rangieren sehr, sehr weit vorne das alte Azathioprin und die Anti-CD20-Therapeutika, das ist das Rituximab. Das hat man sehr erfolgreich eingesetzt. Das erschließt sich auch, wenn man sieht, welche eine zentrale Rolle diese Plasmazelle bzw. die B-Zelle in der Pathophysiologie der NMOSD spielt. Ab 2019 sieht die Welt etwas anders aus. Und das sind diese drei Medikamente, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Das sind Medikamente, die ganz spezifisch für die NMOSD zugelassen worden sind und ganz regelhaft auch dafür verwendet werden können. Das erste in dieser Riege war 2019 das Eculizumab, Soliris mit dem Handelsnamen, das speziell diese Komplementkaskade hier als möglichen Wirkstoff hat. Dann gibt es das Satralizumab, das ist ein Antikörper, der hier ein Zytokin, das für die weitere Reifung und Veränderung der Plasmazelle zur antigenproduzierenden Zelle eine Rolle spielt. Und dann gibt es das Inebilizumab oder Ublizan, das CD19 angreift und das etwa gleich ist wie das Rituximab. Ich komme auf die Unterschiede zu sprechen. Fangen wir mit dem Eculizumab an. Handelsname hatte ich schon gesagt, das ist Soliris, seit 2019 zugelassen und die Einschränkung besteht immer. Die Medikamente sind zugelassen für sogenannte Aquaporin-positive Patienten
Das heißt, die Erkrankung haben und den Antikörper gegen das Aquaporin 4 dieser Hausmeisterzellen. Das ist kein neues Medikament. Das kennt man aus anderen Krankheiten, für die es schon zugelassen ist, nämlich bei der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie, das BUS, das atypische hemolytische Syndrom und bei der neurologischen Erkrankung der Myasthenia gravis. Diesen ganzen Erkrankungen ist gemein, dass die Komplementkaskade eine extrem wichtige Rolle spielt. Dieses Medikament verhindert, ich hatte Ihnen das erklärt, mit den Treppchen, die immer weiter runtergehen und die Kaskade quasi immer weiter voranschreitet. Und hier beim letzten Schritt, bei diesem Komplementfaktor 5, bevor dieser Angriffskomplex gebildet wird, greift das Eculizumab ein und verhindert, dass dieser Komplex gebildet werden kann und verhindert damit quasi die Aktivierung dieser inerten, dieser angeborenen Immunreaktion. Und hemmt damit diesen Untergang der Astrozyten. Das Medikament, sehen Sie hier, ist ein Fläschchen, das wird 900 Milligramm IV gegeben. Es gibt eine Art Induktionsphase, da muss man einmal pro Woche das Medikament nehmen. Und dann gibt es eine Erhaltungsphase, die dann die Gabe regelmäßig notwendig macht, aber in einem längeren Zeitraum. Für wen ist jetzt dieses Medikament? Achso, vorher noch die Zulassungsstudie. Es gibt für jedes Medikament eine Zulassungsstudie und das hieß in diesem Fall Prevent. War 2019 verglich die Gabe von Eculizumab mit einem Placebo. Und da sieht man schon, dass die Beobachtungszeit nach 48 Wochen, dass 97% der Patienten keinen Schub erlitten haben. Das ist eine Darstellung, die, wenn man sagen möchte, hier oben sind 100% und hier unten sind die 0%. Und man arbeitet sich so über die Zeit hinweg und beobachtet die Patienten, während sie das Medikament einnehmen. Und das fällt dann quasi immer ein Treppchen weiter runter, wenn ein Schub aufgetreten ist. Und wenn man ganz unten ist, dann hat das gesamte Patientenkollektiv einen Schub gehabt. Und zusammengefasst ist also, je weiter höher diese Kurve liegt und je gerader die hier oben verläuft, desto besser ist die Wirkung des Medikamentes auf den beobachteten Outcome. Und in diesem Fall wäre es die Schübe, die auftreten. Wer bekommt so etwas oder worauf muss man noch achten? Das Komplementsystem ist unser angeborenes Immunsystem. Und das Immunsystem ist eigentlich dafür da, dass wir zum Beispiel auch Bakterien abwehren. Ganz wichtig sind das sogenannte bekapselte Bakterien, wo die Antikörper schlecht rankommen. Da ist unser Immunsystem wichtig, unser Komplementsystem. Das sind vor allen Dingen Bakterien, die eine Meningitis auslösen können oder eine Gonorrhoe. Und da braucht man eine Impfung, bevor man mit der Therapie beginnt von Eculizumab. Das ist zwingend notwendig. Ist dann auch die Kontraindikation, wenn man eine entsprechende Infektion hat oder eben keine Impfung, sollte man das nicht nehmen. Und jetzt komme ich darauf, wer kommt in Frage? Also in erster Linie klar, vorbehandelte NMOSD-Patienten, die dauerhaft weiter aktiv sind oder therapienaive, also Ersteinstellungen mit besonders hoher Krankheitsaktivität. Kontraindikationen hatte ich Ihnen gerade schon gezeigt oder dargestellt, dass wenn jemand eine noch nicht ausgeheilte Meningitis-Infektion hat, ist das absolut kontraindiziert, weil man das angeborene Immunsystem damit hemmt. Natürlich auch, wenn man allergisch reagiert auf bestimmte Inhaltsstoffe. Relative Kontraindikationen sind eine Schwangerschaft während der Stillzeit oder andere Infektionen. Kommen wir zum nächsten Medikament, das Satralizumab. Der Handelsname hier Enspryng wurde von Roche entwickelt, ist ein Medikament, ein Antikörper gegen das Zytokin IL-6. Und Zytokine sind Botenstoffe im weitesten Sinne, die verschiedene Wirkungen haben können. Es gibt Botenstoffe, die zum Beispiel eine Infektion eher begünstigen, die proinflammatorischen. Und es gibt Botenstoffe, die eher die Infektion dann bremsen und die Wippe quasi wieder in die andere Richtung auslenken. Das sind die antiinflammatorischen Botenstoffe. Und IL-6 hat sehr, sehr viele Aufgaben und unter anderem hat es die Aufgabe eben, die Plasmazelle zu transferieren und zu transformieren, dass sie Antikörper produzieren. Und das kann man mit diesem Antikörper verhindern, indem man dieses Zytokin quasi abfängt.
Und dann wird der Switch nicht mehr stattfinden. Auch an anderen Stellen wird ein Switch nicht mehr stattfinden. Und damit ist quasi die Immunreaktion gestoppt. Das ist letztendlich, wie Sie sehen, ein PEN, eine subkutane Injektion. Auch hier gibt es eine Induktionsphase über 4 Wochen und dann eine Erhaltungsphase. Die Wirksamkeit des Medikamentes wurde in 2 Studien untersucht, die Sakura Star und die Sakura Sky Studie. Das eine war die Monotherapie, das andere war die Therapie mit zusätzlicher Immunsuppression. Und ich zeige Ihnen das jetzt nur sehr kurz. Das Wichtigste ist hier, es hat sich eine deutliche Reduktion der Schubrate ergeben im Vergleich zu Placebo. Das war die Monotherapie und in der gemeinsamen Therapie mit anderen Immuntherapeutika waren es sogar 78%. Also auch hier eine deutliche Reduktion, die so nicht zu erwarten gewesen war und die aber auch sehr therapeutisch wirksam ist. Wer kommt hier in Frage? Auch wieder vorbehandelte Patienten, die auch hier wieder die Einschränkung, ganz wichtig, aquaporin-positive Antikörper haben. Aber es können auch therapienaive Patienten, also Neueinsteller wieder begonnen werden, wenn die Diagnose gesichert ist und ab dem ersten Schub. Hier die Kontraindikation während einer Schwangerschaft, auch akut oder chronische Infektionen, denn hier wird das Immunsystem das plasmatische Immunsystem beeinflusst, also Antikörperproduktion. Und das ist viel gefährlicher noch als nur, jetzt bei dem vorangegangenen Medikament, das angeborene Immunsystem. Nebenwirkungen sind eigentlich sehr, sehr gut verträglich. Man kennt das Medikament auch schon aus der rheumatischen Arthritis, also aus der Rheumatologie. Da hat man das als Tocilizumab angesetzt und hat es auch schon in der NMOSD off-label verwendet. Und der letzte im Bunde ist das Inebilizumab. Das ist auch das jüngste Medikament. Das wurde jetzt im Dezember vergangenen Jahres zugelassen und hat einen etwas sperrigen Namen und soll letzten Endes auch als B-Zell-modifizierende Therapie wirken. Und zwar um die CD19-antikörperpositiven B-Zellen stillzulegen. Wie funktioniert das? Was heißt das CD? Ich habe Ihnen hier mal ein Bild einer Fabrik mitgebracht. Und stellen Sie sich vor, hier hinten ist der Motor noch nicht so richtig fertig. Und hier vorne ist er dann schon einbaufertig oder so halb einbaufertig. Und jeder Schritt ist draußen ein kleiner Kleber dran. Und der sagt, oder ein Zettel, und der sagt, das fehlt noch oder das fehlt noch. Oder der Motor hat jetzt 6 Zylinder und der andere hat 8 Zylinder. Und bei jedem Reifungsschritt wird dieser Zettel umgeschrieben oder ein anderer drangehängt. Und so ist das mit den Zellen auch. Das sind letzten Endes Proteinkomplexe, wie so Adresssysteme, die sagen, diese Zelle ist jetzt ein reifer B-Lymphozyt oder eine Plasmazelle oder gehört in eine bestimmte Reihe, sodass die Produktionsreihe, wenn man sich das vorstellen kann, klar identifiziert ist. Und jetzt kommt jemand oder kommt dieser Antikörper und attackiert nur die grünen Zellen, das wäre zum Beispiel ein CD20-Antikörper, und zieht diese Zellen aus dem Verkehr, wenn erwiesen ist, dass diese Zellen oder in diesem Fall diese Motoren hier schadhaft sind und die Zellen eigene Körper, eigene Strukturen erkennen. Und das CD19 ist noch etwas breiter, das wäre jetzt wie hier das Blaue, das würde noch ein bisschen mehr Zellen rausziehen. Also von der Wirkungsweise ist es so ähnlich wie Rituximab. Es zielt auf die B-Zellen ab. Es ist nur ein anderer Zettel, der quasi erkannt wird und gelesen wird und auf den der Antikörper anspringt. Hier war die Momentum-Studie, die zulassungsrelevante Studie. Auch hier hat man eine deutliche Reduktion gehabt. Es war etwa 12% nach 28 Wochen versus 39% unter Placebo. Das war die Schubhäufigkeit, das heißt, es ist wesentlich weniger Schübe aufgetreten als unter Placebo. Nebenwirkungen waren recht typisch, auch das, was man so kennt. Und es gibt jetzt Langzeitdaten, die Patienten, die in diese initiale Studie eingeschlossen worden sind, sind 4 Jahre noch weiter nachbeobachtet worden, wo sich weiterhin eine recht gute Verträglichkeit zeigt. Was muss man sich nun überlegen? Das Medikament ist ganz frisch zugelassen, müssen jetzt alle umgestellt werden. Es gibt bislang Daten aus der Zulassungsstudie.
13 Patienten aus dieser Zulassungsstudie hatten zuvor Rituximab bekommen und sind dann umgestellt worden. Und hinterher in der Beobachtungsstudie gibt es so einen leichten Trend, dass man sagt, die Kontrolle der Schubaktivität in der NMOSD ist eventuell effizienter, besser als unter Rituximab. Das sind aber alles ein Trend maximal. Es ist noch nichts bewiesen. Es gibt zum Beispiel keine sogenannte Head-to-Head-Studie, also eine Studie, die jetzt vergleicht, wir nehmen Rituximab und wir nehmen das neue Medikament und schauen mal, welches besser ist. Dazu ist das Medikament zu neu. Wie sollte man vorgehen? Bei stabilem Verlauf erstmal nicht umstellen. Vielleicht nochmal sagen, Rituximab ist tatsächlich off-label, wobei sich da auch was tut. Wenn man jemanden neu einstellen würde, wäre eventuell doch eben das neue Medikament dann auch zu bevorzugen, weil es eben jetzt zugelassen ist, speziell für dieses Erkrankungsbild. Ich hatte schon gesagt, an offenen Fragen, diese Medikamente sind ja sehr breit. Wir sind jetzt gesprungen vom angeborenen Immunsystem in der Endstrecke zu ganz am Anfang, dass die Zellen selektioniert werden, bis in der Mitte, wo die Zellen ihre Funktion ändern. Das ist ein sehr, sehr breites Feld. Bis jetzt weiß man nicht, welches am allerbesten funktioniert. Man weiß auch nicht, funktioniert zum Beispiel eine Kombinationstherapie oder erkauft man sich damit ein viel, viel höheres Risiko, dass man Infektionen bekommt. Es gibt keine Vergleichsstudien, dazu sind die Medikamente noch zu neu, dass man sagen könnte, das eine wirkt einfach besser als das andere. Und es gibt keine individuelle Medizin oder noch nicht. Man kann noch nicht richtig sagen, dieser Patient oder diese Patientin profitiert nun mehr von dem einen Medikament als von dem anderen Medikament. Das bleibt noch offen, aber damit bleibt es ja auch spannend und man darf weiterhin sich freuen, darf auch hoffen, dass es neue Entwicklungen gibt, wie das jetzt nun zeigt, dass wieder drei neue Medikamente zugelassen worden sind und dass auch unser Blumenstrauß an Möglichkeiten, unser Armamentarium sich ja fast jährlich erweitert um neue Medikamente. Das macht es auf der einen Seite komplizierter, auf der anderen Seite ermöglicht es einen doch sehr spezifisch und individuell zu therapieren und ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Michael. Das ist ja eine Revolution, die da passiert ist. Für eine seltene Erkrankung gleich drei neue Medikamente so in kurzer Zeit. Also ich finde schon, dass da sehr, sehr viel passiert ist. Wenn man bedenkt, wir haben ja außer dem Rituximab ja fast nichts gehabt. Oder wir haben Azathioprin benutzen müssen. Und beim Azathioprin wussten wir nicht so recht, wird es wirken, wird es nicht wirken. Und Gott sei Dank gibt es ja auch so Vereinigungen, auch in Deutschland, die sich ja auch bemüht haben, da so ein bisschen Klarheit und auch gewisse Leitlinien zu erstellen oder halt Empfehlungen abzugeben. Das ist die NEMOS, die ja auch so ein bisschen, weil es eine seltene Erkrankung ist, von vielen Zentren alle Fälle sammelt und diese Erfahrung sozusagen in einen Gesamtkontext oder auch in eine Gesamtanalyse bringt und uns so ein bisschen Licht auf dem dunklen Pfad hält. Und wenn man auch sieht, mit wie vielen Teilnehmern solche Studien durchgeführt werden, also ich glaube, das ist ja, sind ja gerade mal knapp über 100 Patienten in einer Phase-3-Studie. Und die Multiple-Sklerose-Studien, die haben ja häufig, also Phase-3-Studien, bis zu 1000 Patienten. Daran erkennt man eigentlich, dass es sich wirklich um eine Rare Disease handelt. Da sind sehr viele Zentren auf der Welt, die gerade erst einmal zu etwas mehr als 100 Patienten beitragen können. Also da ist wirklich sehr viel Aufwand betrieben worden. Klar, das ist natürlich auch keine günstigen Medikamente, die dann auch sozusagen deshalb auch ihren Preis haben, weil da auch viel Forschungsaktivität dahinter steckt. Eine Sache freut mich natürlich sehr. Ich habe oder ich bin nicht mehr in Zugzwang, irgendwelche, sagen wir mal, Kostenzusagen von der Krankenkasse abzuwarten. Ich habe nichts gegen die Krankenkassen, aber das ist ja so ein Baustein in dieser
Bürokratisierung der Ärzte. Für alles muss irgendwie was an Papier geschrieben, gekreuzt oder unterschrieben werden. Das ist sicherlich sehr nervig und manchmal hat man kaum Zeit, sich den Patienten anzugucken, weil man nur mit Papier beschäftigt ist, auch in einer Zeit der Digitalisierung. Und deshalb ist es wunderschön, dass man einfach indikationsgerecht eines dieser drei Medikamente passend zur Patientin dann auch ansetzen kann. Wenn du mal so ein Ranking machen würdest, was würdest du denn da jetzt sozusagen, welches dieser drei Medikamente hat denn so die höchste Wirkstärke? Tja, das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Also die gemeinsame Endstrecke zu beenden, hat sicher einen sehr guten Effekt. Das war durchschlagend. Also da waren ja irgendwie Ergebnisse über 90%, ja, die da ja. Das ist wirklich genau. Durchschlagend. Aber Ecolizumab hat ja oder setzt ja direkt am Ende an. Das heißt, die Erkrankung läuft munter weiter und das Einzige, was man hat, ist so ein Regenschirm, der einen davor schützt. Genau, also die Endstrecke wird eben blockiert. Das ist, mag wirksam sein, aber es ist natürlich nicht krankheitskontrollierend. Aber warum nerven oder sind unsere Patienten denn so genervt, wenn sie Ecolizumab bekommen? Was stört die denn eigentlich so sehr dran? Wird doch super vertragen, hat kaum Nebenwirkungen. Tja, vielleicht stellen wir die Frage ins Forum und warten auf die Rückmeldung. Was nervt Sie an Ecolizumab? Also ich kann es ja hier sagen, ich muss nur eine Frage beantworten. Also man muss es alle 2 Wochen geben und das ist natürlich sehr sportlich. Ich kann aber die Patienten, die betroffen sind, beruhigen. Der Hersteller wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer ein Nachfolgepräparat mit einem etwas anderen Namen, Ravulizumab, auf den Markt bringen. Und dann werden die Infusionsfrequenzen 6 bis 8 Wochen betragen. Also diese alle 2 Wochen zu uns zu kommen, also eigentlich kommen die meisten Patienten sicherlich nicht so gern zu uns, weil es halt eben diese Parkplatzsuche und der ganze Aufwand nach Essen zu fahren, das ist mehr so der Grund. Und vor allem, weil man so an der kurzen Leine ist, Urlaube gestalten sich manchmal darunter. Umständlich, der Hersteller bietet aber an, also bis jetzt Ravulizumab auf den Markt kommt, auch an Urlaubsorten die Infusion bereitzustellen. Sehr spannend eigentlich. Inebilizumab finde ich ja eigentlich super. Ja. Weil die meisten Patienten ja mit Rituximab ja behandelt worden sind. Und Rituximab war schon sehr, sagen wir mal, wirksam. Und mit Inebilizumab haben wir endlich eine B-Zell-Therapie, die zugelassen ist. Und müssen uns da jetzt keine Sorgen machen. Es gibt aber einen feinen Unterschied, dass den meisten Patienten noch nicht klar ist. Bei Ecolizumab ist die Bedingung, dass man ja sozusagen einen Schub hatte und dann erst sozusagen beim zweiten quasi das ansetzen kann, während halt bei Inebilizumab die Therapie sofort losgelegt werden kann. Leider, und da haben wir unser Problem hier, und wir haben ja auch einen großen Anteil an seronegativen Patienten, also Patienten, wo wir keine Antikörper nachweisen können, bei denen hängen wir in der Luft und hoffen dann halt immer dann auf die entsprechende Kostenzusage der Krankenkasse. In der Regel erteilt ja auch die Krankenkasse die Kostenzusage, aber wie gesagt, es ist immer so bürokratisch sehr aufwendig und kostet Zeit. Von meiner Seite aus gibt es keine Fragen mehr. Und das ist etwas, was wirklich in den letzten Jahren der größte Durchbruch in der Neurologie war, einer der größeren Durchbrüche, dass dort drei Therapien
mittlerweile zugelassen sind. Eine schlimme Erkrankung, eine Erkrankung, die anders als bei der MS nicht die myelinbildenden Zellen, sondern die, wie Herr Fleischer das gesagt hat, dort ist sie als Housekeeping Cells bezeichnet. Hausmeisterzellen, genau. Ja, genau. Oder auch Armenzellen. Ja. Also dahin geht die Attacke und die Zerstörung dieser myelinbildenden Zellen ist eher sekundär. Und anders als bei der MS ist das nicht so ein allmählicher Vorgang, sondern es ist ein wirklich sehr brutaler Untergang von Zellen. Und man braucht manchmal nur ein, zwei Schübe, bis die Behinderung dann auch eintritt, also bis schwerste Behinderungen eintreten. Und hier ist es wirklich sehr wichtig, dass man von Anfang an sehr effektiv die Patienten therapiert und auch nicht lange fackelt. Es scheinen keine Fragen zu sein. Es gibt noch eine Frage, die ist noch offen. Das beantworte ich auch. Dann sind auch alle Fragen beantwortet. Gibt es denn unter uns Fragen? Haben wir irgendwie noch Fragen zueinander? Nicht. Ja, also sehr geehrte Damen und Herren, das ist natürlich so ein bisschen der Luxus eines Patientenforums. Wenn man größere Veranstaltungen macht und die so einmal sind, dann hat man kaum Zeit, sich mit solchen kleinen Details oder Spezialproblemen zu beschäftigen. Hier haben Sie sozusagen die Möglichkeit gehabt, wo sind die Probleme? Was gibt es denn derzeit? Was läuft denn in der Forschung? Ich hoffe, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Einige Dinge sind natürlich hier so ein bisschen essensspezifisch und woanders vielleicht unbekannt. Falls Sie Interesse gewonnen haben und vielleicht nicht bei uns angebunden sind, können Sie hier gerne vorbeischauen und sich beraten lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie müssen sich auch nicht unbedingt mit Ihrem ersten Schritt an uns binden. Sie können sich auch erstmal nur eine Beratung holen. Auf jeden Fall ist es interessant, auch mal eine zweite Meinung zu hören. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und würde und möchte natürlich das Forum beenden, damit Sie noch etwas vom Abend haben und sage bis dahin. Dann vielen Dank auch nochmal an die ganzen